Es ist angerichtet Basketball in München, der Audi-Dom steht Kopf. Die deutsche Basketball-Elite trifft auf Mike Rockenfeller, den neuen DTM-Champion 2013. Eine Woche nach seinem vorzeitigen Titelgewinn steht der Audi-Fahrer mehr denn je im Fokus der Medien. Ausverkauftes Haus, die Halle und Audi, alle feiern den neuen DTM-Champion. Die Stimmung hier ist natürlich mega cool, das war schon schön. Macht mich stolz natürlich, dass Audi da so Gas gibt und ja, dass wir den Sieg so feiern und stolz drauf sind als Marke. Es ist schön, wenn man die Meisterschaft gewinnt. Natürlich kommen noch viele Dinge jetzt nach Hockenheim, denke ich mal, auf mich zu, aber das ist der angenehme Teil. Das muss man in Kauf nehmen, wenn man die Meisterschaft gewinnt. Zu gewinnen gab es auch etwas für die Fans. 3 Monate die neue Audi A3 Limousine umsonst fahren. Schlüsselübergabe im Audi-Dom durch Mike Rockenfeller und Novameyer Henrich. Jetzt der Schlüssel. Nicht der letzte Titel, den Mike Rockenfeller mit seinen Anhängern feiern will. Ja, wir haben noch Ziele. Wir wollen die Teammeisterschaft gewinnen. Wir wollen vor allen Dingen die Herstellermeisterschaft auch für Audi holen. Und deswegen heißt es konzentriert weiterarbeiten. Nach dem DTM-Finale in Hockenheim ist dann auch wieder Zeit für Spitzenbasketball in München. Das war eine coole Erfahrung, die Stimmung ist schön. Meiner Freundin hat super gefallen. Die ist auch infiziert schon jetzt. Und von daher glaube ich, wir werden öfter mal wiederkommen.